Trotzdem sehen die richtig schön aus, weil das hier ein anderer Ast ist, als wir mit den rosanen. Ja. Weil das ist, also ich bin gleich mal gespannt. Das, also, es ist keine Kneifzange und es ist auch kein Sexspielzeug. Obwohl. Erkennt man jetzt, was das ist? Ach nein, ach wie cool ist das denn? Aber jetzt mal, ohne Joke, wie stabil soll denn das sein? Hallo, schön, dass du da bist. Genie ist auch da, wie ihr wieder seht. Ihr habt es im Thumbnail gesehen. Wir haben uns ein bisschen den Spaß daraus gemacht. So von wegen, bei dem Heul kann man nur durchdrehen, bei der Firma. In einem anderen Video haben wir gesagt, das böse Tee. Das Wort, was man nicht nennen darf. Wir tun es aber. Wir tun es jetzt erst recht. Genie. Ich weiß ja gar nicht, ob das, kommt das Video danach oder davor. Nee, das kann ich ja so organisieren. Ne? Bei deinem Chaos ist das wieder alles gut im Mund. Bei meinem Chaos, ich werde direkt schon wieder blöd angemacht hier. Zeig, was du da in Händen hältst. Tada! Der Temu-Hall. Genie hat es wieder getan. Ja, ich habe ja erzählt beim letzten Temu-Hall, dass da noch zwei Bestellungen unterwegs sind. Das ist eine von den zwei. Ja. Ich möchte mich aber hier an der Stelle ganz, ganz, ganz lieb bei euch bedanken, weil entweder hat sich keiner mehr getraut, nach Genies Statement was zu sagen, oder ihr seid tatsächlich einfach so mega toll, dass ihr uns da vollkommen unterstützt habt, dass Genie diesen Heu machen. Mehr gehen wir jetzt auf dieses Thema gar nicht mehr ein. Wir wollten uns nur bei euch bedanken für die wirklich lieben und unterstützenden Kommentare, die da gekommen sind. Auch für die neuen Abonnenten, die tatsächlich dazu gekommen sind und die meinten, gehen zu müssen. Ne, vielleicht kommen sie irgendwann wieder und wenn nicht, ne, war schön mit euch und jetzt freuen wir uns über die neuen, die da sind und wir legen los. Was heißt wir? Also vorneweg für euch die Info, mich haben einige gefragt, ob ich denn jetzt dann auch bei Temu bestelle. Nach wie vor werde ich für mich alleine nicht bestellen. Ich will das auch hier an der Stelle nur mal ganz kurz erklären, warum. Ich hatte zu Anfangszeiten von YouTube bei Action gemerkt, ich habe wie so, ich war nicht kaufsüchtig, aber wie so ein kleiner Kaufrausch. Weil es einfach so ist, dass wenn man Holz zeigt, die Aufrufe laufen meistens sehr gut, die Abonnenten wachsen und dann hat man das schon, dass man das gerne mehr erreichen möchte. Und ich habe dann wie verrückt Geld ausgegeben, was ich eigentlich nicht hätte ausgeben dürfen. Und ich finde halt, Temu hat wunderbare, tolle und wie ich inzwischen sehe, auch qualitativ oft ganz, ganz tolle Produkte. Und ich kenne mich, ich würde dann anfangen, wieder wer weiß wie viel zu bestellen und mir das Haus wieder zumüllen. Und deswegen bin ich mit Genie so verblieben, wenn ich jetzt irgendwas unbedingt gerne haben möchte, bestellt sie es für mich. Also ja, ich werde, nein, ich werde zwar nicht selber bestellen, aber ich werde bestellen über Genie. Ich glaube, das war jetzt irgendwie noch verständlich, ne? Ja. So, aber hier heute zeigen wir jetzt erst nochmal Genies Temu-Haul. Und keine Sorge oder keine Freude, je nachdem, wir werden jetzt nicht jede Woche ein Temu-Haul zeigen, weil so oft haben wir da auch noch nicht, dass wir was brauchen. Aber es wird doch regelmäßig Temu-Hauls bei uns geben. So, und jetzt legt die liebe Genie los. Ich sage nur jetzt schon vorneweg, es ist irgendwie sehr haushaltsmäßig diesmal. Ja, finde ich aber gut. Genie hatte mich auch gefragt, soll ich oder soll ich nicht? Ich sage, ja klar, ich sage, gerade solche Sachen interessieren euch doch auch, oder? Ja, für einen Haushalt, was kann ich dafür gebrauchen? Deko will nicht jeder wissen. Ich weiß nicht, wie viel, ja. Wie viel du insgesamt, an, also eins, das weiß ich ja nicht, wann es ist. Zwei, drei, vier, fünf. 6, 7. Also allein 7, dass ich es sehe. So, leg los. Such dir aus, was du zeigst. Vielleicht das, wo ich zuerst gedacht habe, was ist das? Genau, ich hole raus und du erklärst. Ich habe Mami Scrubbies bzw. Daddy Scrubbies gekauft. Wisst ihr, was das ist? Ganz ehrlich, schreibt in den Kommentaren. Wisst ihr, was ein Mama oder ein Daddy Scrubby ist? Ah, Mami oder Daddy Scrubbies sind die... Willst du nicht die ganze Zeit so, deswegen wollte ich festhalten. ...sind die Original-Sachen. Und die haben dementsprechend auch ihren Preis. So ein Daddy Scrub kostet... ja, also kostet so ein Mami Scrub, wir haben Mami Scrub. Genau, kostet halt mehr. Und da, die habe ich besorgt. Und die sind, sollen sehr gut sein. Wie ihr seht, sind die hinten glatt. Auf der anderen Seite hier mit den Rippeln. Wenn man die etwas anfeuchtet, also nicht komplett nass machen, nur ein bisschen anfeuchten, könnt ihr zum Beispiel super die Fußleisten sauber machen. Oder andere Sachen, weil der Staub in diesen Rillen sich verfängt. Und ja, wollte ich ausprobieren. Und habe ich für 2,39 Euro. Ja. Also 1,15 Euro
19 pro Stück. Erheblich günstiger als das Original. Genau. So. Es wird übrigens davon auch entweder bei Genie in ihrer Wohnung oder in meiner Wohnung. In einer von uns beiden werden wir tatsächlich Live-Tests dazu machen. Ob wir die jetzt im Videodreck einblenden oder einen Short daraus machen, das entscheiden wir noch spontan. Genau. Ich greife einfach und du erklärst. Ja. Das sind Ersatzschwämme für, jetzt müsste man das andere auch haben, was hier liegt. Moment. Genie holt das andere. Und zwar habe ich das gesehen und wollte das einmal ausprobieren. Diese Schwämme werden festgemacht und damit kann man sehr gut, oder soll man sehr gut fliegen oder die Badewanne putzen können, ohne dass man sich ständig bücken muss. Ja? Oder also bei der Badewanne zum Beispiel muss man sich nicht mehr runterbücken, weil man halt diesen Stab hat. Und ja, also, das wollte ich ausprobieren mal. Der Stiel kostet Schwammstiel 2,68 Euro. Mit einem Schwamm schon dabei. Und die drei Ersatzschwämme, das drei, ja, das sind drei, kostet 1,47 Euro. Also das ist echt kein Geld. Nein. Wenn das dann funktioniert, ist das echt eine riesen Erleichterung für genau. In der Dusche. Aber wie gesagt, wir zahlen euch das. So, dann hatte ich ein super spannendes Produkt, wo ich dann gesagt habe, was habe ich denn gesagt, Radierer oder irgendwie sowas? Weil ihr habt hier so Flutschi, seht ihr, das ist sehr weich. So, und Jenny erklärt, was das ist. Das ist ein Kalkradierer oder ein Kalkreiniger. Und zwar kann man damit oder soll man damit sehr gut Kalk von Armaturen im Badezimmer, in der Küche oder so runterkriegen ohne Chemie. Oder aber, das werden wir auch zeigen, jeder kennt doch so, wenn er Töpfe oder Pfannen hat, diese Flecken unten. Also nicht was Eingebranntes oder Sonstiges, sondern so, das sind so Wasser oder Kalk oder ne, so Flecken. Und die sollen damit super wieder abgeben. Das heißt, die Töpfe und Pfannen sollen wieder super sauber sein von unten oder werden von unten. Genau. Wir werden es ausprobieren, auch da ein Live-Test. Ja. Wir gucken, ob meine Töpfe oder Pfannen das haben, was Genie meint. Und wenn ja, wenn, ne, bei mir ansonsten Genie. So, jetzt habe ich was total Niedliches. Zweimal. Ja. Die habe ich nur zweimal im Moment bestellt, weil ich die ausprobieren wollte, wie die von der Qualität her sind und so weiter. Und zwar habe ich neue Schränke im Wohnzimmer und im Gästezimmer bei mir. Und also zwei Kallax-Schränke. Und da gibt es ja diese Türen, die man in einen Kallax machen kann. Und ich brauchte Griffe, weil von Ikea die Griffe, die dort die Originalgriffe sind, A, nicht schön. B in Silber und ich bin nun mal der Mensch, der alles in Gold hat und Gold mag und deswegen wollte ich neue Griffe haben. Jeweils 1,34 Euro. Ja. Und ich werde, oder wir werden ein Foto einblenden, wie sie aussehen am Schrank. Ja, das aber sie sind sehr, also Irina hat dazu jetzt nichts gesagt, aber A fühlen die sich sehr schwer die, an. Doch, also das, ja, die ist gar nicht, ich sagen ist darf. Gar nicht so eine leichte Sache. Die sind hier geriffelt, ja. Und die sehen sehr gut aus. Also ja, hab ich doch, das habe ich gesagt. Sehen sie sehr gut das aus. Das habe ich direkt zu Anfang gesagt. Die sehen so gut aus. Wie gesagt, wir werden alles zeigen, einblenden, in Action etc. Das klingt wieder so, in Action. In Aktion. In Aktion. So, hier sehe ich was Grünes, Beiges, Braunes. Ja, und das habe ich gesehen. Das wollte ich haben. Was ist das? Und zwar habe ich davon 6 Stück geholt, wie Irene sagt, in rosa, in grün und in beige. Wie viel rosa, wie viel grün, wie viel beige haben wir? Ich suche noch raus, weil irgendwie sieht das doch nach blau und grün aus. Guck mal, die sind doch unterschiedlich. Ja, das sind doch unterschiedliche Farben. Ja, also 6-mal. Also ich weiß nicht, was in aller Welt das ist. Also ich bin gleich mal gespannt. Das, also, es ist keine Kneifzange und es ist auch kein Sexspielzeug. Obwohl... Erkennt man jetzt, was ist? Ach nein, ach wie cool ist das denn? Aber jetzt mal, ohne Joke, wie stabil soll denn das sein? Naja, wir werden es ausprobieren, ne? Das sind Reise- oder faltbare Kleiderbügel. Ich meine, cool sind die Dinger ja schon. Ist mal Leute, ernsthaft, wie du sagst, gerade auf Reisen. Immer wie oft hat man das in Hotelzimmern, da sind zu wenig Kleiderbügel. Genau, die kann man nehmen auf Reisen. Oder aber, wie ich sie geplant habe, ist wirklich in der Waschküche bei uns, da ist nicht so viel Platz. Ich habe da so einen Ständer, wo ich immer Sachen aufhänge. Und deswegen, das ist super. Und wenn man die nicht mehr braucht.
Also wenn das wirklich vom Gewicht her funktioniert, finde ich das mega. Weil ich habe jetzt hier stehen, die 6 Stück sind 2,88 Euro nur gewesen. Genau. Ey, Leute, das finde ich jetzt mal echt cool. Ich wollte die, wie gesagt, einmal ausprobieren, wie haltbar die sind. Und wir werden euch so zeigen. Ne? Wir hängen da mal einen Pulli dran, eine Jacke dran. Wir werden es machen. Ne? Ich bin gerade total begeistert. Ja. So, ihr müsst euch natürlich auch vorstellen, ihr müsst die einfach, wenn die hängen, ne? Oh. Wir gucken mal, ob sie ihre Rede überstehen. Wie die, wenn die hängen, ne, ob die, was die auch im Gewicht aushalten. Aber wir werden es machen. Das werden wir echt, wirklich, da machen wir einen Short. So, vielleicht machen wir sogar aus 6 Dollar Reise einen Test, bis das Ding kracht. Ja, so. Hängst du mich da so dran? Ja, das wird die passen, aber... was soll denn das bitte? Wie gesagt, ne? Fand ich eine gute Sache. Und, aber trotzdem ist es blöd, dass die da jetzt zwei... Nee, auch nicht. Das sind ja auch nicht zwei. Also das ist einzig ein bisschen doof gemacht. Wäre schöner gewesen, zwei rosa, zwei beigefarbene und zwei blaue. Mir sind die Farben nicht so wichtig. Sag die Lippenstifte. Mir sind die Farben nicht so wichtig. Das ist ja was anderes. Jeder kennt die Magic-Schwämme. Ja? Ich habe, also ich brauche die immer mal wieder für Türrahmen, für die Wand oder Wände. Und ja, deswegen habe ich die besorgt. Da sind 16 Stück drin. Was? 1,34 nur für 16 Stück? Ja, da sind 16 Stück drin. Bei Cody kosten die zum Beispiel 6 Stück 1,99. Und ich habe jetzt mal gedacht, wir probieren die mal aus. Aber sind die bei Cody nicht dicker? Nein, die sind genauso. Ich blend das ein. Ich werde ausprobieren, wie die sind, ob die genauso gut sind wie die von Cody oder von anderen Marken oder Firmen oder Geschäften. Und ihr werdet irgendwann mitkriegen. Weiß ich nicht. Haben wir hier einen Fleck irgendwo an der Wand oder so? Ganz viele. Die ganze Wand im Schlafzimmer allein muss wieder neu gestrichen werden. Im Flur. Nein, du hast bestimmt bei dir auch irgendeinen Fleck. Genau, ich werde das einmal filmen, wie wir das weg oder wie ich das dann weg. So, ich habe eine braune Flasche. Ja! Jetzt kommt mal was Deko-mäßiges. You are lucky. Ja. Long matchsticks for scented candle. Ja, das ist mir egal. Also da ist ein Aufkleber bei, den interessiert keiner. Ach so, ich dachte wohl. Nein. Ich dachte gerade wegen You are lucky. Nein. Mich interessiert der nicht. Mich interessiert nur diese Flasche. So. Und könnt ihr raten, was das ist, wenn man das hier drauf klebt? Wofür diese Flasche gedacht ist? Hustensaft. Fühl mal da drüber. Was ist das? Das ist ein Deko. Das muss man nicht haben. Ja, aber das wollte ich haben. Ich bin halt so eine kleine Deko-Queen. Streich jetzt da rein. Und wenn ihr die nehmt, könnt ihr die hier braun machen und Feuer machen. Und die kommen bei mir. Oben werden die schön im Wohnzimmer dekoriert. Ich muss lachen, weil sie lacht. Ich weiß nicht, warum sie lacht. Wahrscheinlich, weil sie mich wieder auslacht. Aber diesmal ja. Ich werde das Foto jetzt machen. Bitte, bitte schreibt mir. Und bitte. Gini, ich will die wirklich nicht auslachen. Ich habe die lieb. Aber manchmal tut... Ich meine, irgendwer wird es wahrscheinlich bestellen. Sonst wird es Temu nicht anbieten. Aber bitte schreibt mir das, wer von euch zu Hause sich so ein Ding hinstellen würde. Da Streichhölzer reinmachen würde, damit er da anzündet. Hilfe! Deswegen steht hier der Aufsticker You are lucky. Also Leute, allein der Zusammenhang. You are lucky. Was? Weil ich mir das... Aber ich meine, gut, ich versuche es jetzt mal sinnvoll zu sehen. Es ist ja keine schlechte Idee. Den Satz nicht hin, ohne zu lachen. Ich finde das gut. Das ist ja im Grunde auch keine schlechte Idee. Nur auf was für Ideen die kommen. Ganz ehrlich, also, aber wie lange soll denn das halten, bis das hier abgescheuert ist? Was machst du denn dann, wenn das Ding weggerubbelt ist? Dann nimmst du das von den Streichholzschachten, schneidest da aus und klebst da dran, da hast du genau das Gleiche. Ja, aber dann kann ich doch einfach die Streichholzschachtel nehmen und machen. Nein, die Streichholzschachtel, habt ihr mal geguckt, wie die Streichholzschachteln aussehen? Die sind alle hässlich. Da steht entweder irgendwie der Name drauf oder sonstiges. Ja, aber und das ist einfach... Die ganz kleinen fallen, die kriegst du gar nicht rausgeholt und die großen sind zu lang. Nein, es gibt auch mittlere.
Ich habe genau passende, die dafür reinpassen. Es wird ein Foto geben. Wirklich, und Leute, wie gesagt, das für mich ist das, ich mag das, aber ich mag halt die Streichelschachtel nicht bei mir rumliegen. Also habe ich die immer im Schrank. Wenn ich den brauche, dann suche ich die und so weiter. Ich habe auch Feuerzeuge, so ist es nicht. Ja? Aber das hier ist einfach als Deko, das wird hingestellt zu den Kerzen und gut ist. Unglaublich. Also es gibt ja so Dinge, wo man echt schon denkt, das ist schon so schräg, dass es echt gut ist. Ja, ich weiß nicht. Ich bin echt auf eure Kommentare gespannt. Also, aber jetzt mal ohne Joke, das kostet 5,28 Euro. Mhm. Weißt du, wie viel Streichhölzer du für 5,28 Euro gekauft kriegst? Keine Ahnung. Ich will die hässlichen Dinger nicht. Ah, Leute, ja nicht, das ist wieder dieser. Hast du jetzt was? Das ist wieder dieser Moment, wo ich denke, ich habe das Mädel einfach nur lieb. Ja. Ganz im Ernst. Das ich mag sowas. Ja, deswegen sag ich ja. Das meine ich ganz im Ernst. Ich sag, das sind so Momente, wo ich mir denke, ich habe das Mädel einfach nur lieb. Die hat genauso einen Knall wie ich. Also, das ist herrlich. Also. Aber hast du mal, also jetzt mal unabhängig davon, weil sie sagt mir 5,28 Euro, ne? Ja. Wir können mal einblenden, wie viel er bei Amazon kostet. Dann weiß sie Bescheid. Ich bin echt auf die Kommentare gespannt. Wirklich. Also, ich hoffe, das fandest du jetzt nicht, dass ich dich jetzt gekränkt habe. Das war doch total. Ja, das ist jetzt gerade nicht. Der Blick kam gerade so weiblich, so strafend. Ich löse mich hier nämlich schon auf. Mir stehen schon Haare zu Berge wegen dem Ding. Jetzt geht es weiter. Was kriegt denn jetzt noch? Zweimal habe ich mir die geholt. Und zwar. Ach, der tragbare Treppenfilz. Ja. Und zwar habe ich 3 Etagen bei mir zu Hause. Und da muss ich das so vorstellen. Ich habe im Supermarkt. Die Beute nicht wegwerfen, ne? Ja. Im Supermarkt die Küche mit der Terrasse zum Garten. Eine Etage höher das Schlafzimmer, eine Etage noch höher das Wohnzimmer. Und ich muss immer von der Küche irgendwas hoch ins Wohnzimmer schleppen. Und ich habe gehört, die Treppe ist nicht ungefährlich. Oder vom Schlafzimmer oder der Ebene, wo dann Schlafzimmer ist und Arbeitszimmer und so weiter, was nach oben oder unten schleppen. Das heißt, ich habe immer irgendwelche Sachen. Und deswegen gibt nämlich, was das jetzt hier am Aufmachen? Die sind halt. Ich sehe hier nur Dinge, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, ehrlich. Die passen genau auf die Treppenstufen. Ja? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich sehe nichts mehr. Weil man ja, doch, passen. Aber ich frage mich halt, was hochtragen, abstellen oder wie. Oder ich verstehe das gerade nicht. Nein, packt man, ja, wir zeigen das ja. Die stellt man an auf die Treppenstufe und dann, sieht man das? Packe ich da alles rein, was ich da nach oben bringen will oder nach unten oder wo auch immer. Und dann kann ich das immer mit mir schleppen. Und wie gesagt, ich kann es auf der Treppe stehen lassen und kann da immer was reinpacken. Wieder nur für Verstandesfrage. Weil ich finde das ja jetzt schon so abgefahren, aber ich verstehe den Sinn tatsächlich immer noch nicht. Wenn ich was hochtragen muss in der Tüte, dann packe ich es in die Tüte und trage es hoch. Warum muss ich etwas haben, was die Form von einer... Was für eine Tüte habe ich denn immer? Habe ich eine Tüte, die ständig irgendwo hängt, damit ich was reinpacken kann? Ja. Nee, ich nicht. Meine Wohnung ist aufgeräumt und organisiert. Ich sag jetzt mal besser nichts zu dieser Bemerkung. Nein, ich möchte keine Tütenbeutel oder sonstiges. Ich möchte eine... Von mir aus könnte ich möchte eine Showroom-Wohnung haben, Haus haben, keine Ahnung. Ich möchte halt nicht irgendeine Teddy, Aldi, was weiß ich für eine Tasche irgendwo hängen haben oder sonst was, sondern ich möchte einfach, das hat einen festen Platz oder bekommt einen festen Platz an der Treppe, das steht da, ich kann dann immer voll machen, wenn ich was drauf runter und gut ist. Aber stört die denn nicht, wenn die dann da immer auf der Treppe drauf steht? Warum? Weil sie auf der Treppe steht. Nee, steht ja am Ende da. Steht ja nicht da, wo ich laufe. Ich kann die doch auch links oder rechts hinstellen. Und also wenn ich jetzt meine schmale Treppe nehme, deine ist ja bedeutend breiter. Bei meiner hast du dann überhaupt Probleme, rauf und runter zu laufen. Ja. Du musst das ja nicht machen. Aber ich mach die. Ja, aber ist die doch tatsächlich nur eigentlich für Leute geeignet, die jetzt schon breitere Stufen haben, Treppen haben. Nee, meine ich jetzt ohne Job, meine ich ganz im Ernst.
Weil, kannst du für jede Treppe benutzen. Weil wenn ich mir die jetzt bei mir wirklich gucke, du weißt, wie eng komme ich, ihr kennt das nicht, aber Genie weiß ja, die, wir sitzen ja gerade hier bei mir. Es ist ja wirklich sehr eng. Bei mir geht das hier um so eine Kurve und nochmal eine Kurve da oben. So, das ist ja so schmal und dann geht das ja erst breit. So, das heißt, wenn ich in dem breiten Radius mir das hinhängen würde, ich versuche das wirklich mal, weil den Sinn finde ich eigentlich gut, hinhänge oder hinstelle, dann habe ich ja nur noch diesen schmalen Weg, wo ich dann auch noch mich dran vorbeiquetschen müsste. Ja, dann ist es für deine Treppe vielleicht wirklich nicht geeignet. Deswegen, geeignet, ich finde das halt so den Hinweis, dass, ne, es wichtig ist für die Leute, weil ihr habt hier wirklich Platz ohne Ende. Ne? Also was Ginny da sagt, ist schon mega, die Idee dahinter. Ja. Aber, ne, ja, man, ich finde, wir müssen ja auch Sachen sagen, wo man vielleicht ein bisschen darauf achten sollte, dass das wirklich nur was ist für Leute, die eine breitere Treppe haben. Genau. Ne? Vielleicht auch welche, die eine gerade, zum Beispiel eine gerade Treppe haben. Eine gerade Treppe mit einer, es gibt ja auch diese mit der Biegung, die habe ich ja auch. Genau. Dann hast du vorne gerade, dann kommt die Biegung oder, ne, mit einem, ja, Podest oder sowas. Aber wie gesagt, für meine Treppe, super, ist sie passend. Finde ich das eine gute Idee, ja. Ist ja auch meine Bestellung. Ja, und wie gesagt, die passt genau auf die Treppenstufe. Also, ja, ne, hier Treppenstufe, ja, ja, und dann da drunter und hier die andere Treppenstufe. Beziehungsweise eigentlich passt es. Ne? Ich muss natürlich gucken, wie es mit bei meiner mir, Treppe, genau, passt. Genau, bei mir würde allein die Länge hier nicht passen, weil so, das sehr lang ist von, genau, hier. Das würde, ne, bei mir zum Beispiel allein nicht passen, bei der Wendeltreppe. Ja. Aber ich habe eigentlich eine genormte Treppe. Ja? Haben wir ja nicht, weil hier, wir haben ja auch keine genormten Türen hier bei uns. Genau, ich habe eine genormte Treppe, da müsste das passen, weil für genormte Treppen passt das. Und wie gesagt, also wir werden es zeigen, ne, wie es aussieht. Und ja, aber dann eher bei dir, weil was nützt es, wenn was bei mir zeigen, wo es nicht passt? Ja, vielleicht passt es ja. Nee, aufgrund der Wendelform, da bin ich eigentlich, das will ich jetzt wissen. Moment. Haben wir besprochen. Genie sagt, weil ich hier alles wegräumen muss, damit es passt. Also pass auf, Leute, wir haben es hier stehen jetzt. Ja, aber ihr seht halt hier bei mir, ich habe hier diesen engen Winkel, den ihr dann halt hochgeht. Ja, so, und ich habe halt Genie gerade gesagt, dadurch, dass das hier so schmal ist, würde es für mich dann also wirklich zu eng werden im Grunde. Selbst wenn ich die jetzt auf das gerade Element stelle, ja, da sind ja dann auch noch Sachen drin. Die ist ja dann auch noch breiter und nicht so schmal wie jetzt. Ja, so. Das heißt, die ist so breit allein. Jetzt gehst du bitte mal diese Treppe hier mal eben runter. Und dann siehst du genau, was ich meine. Komm mal eben runter, dass das ziemlich eng dann ist. Weil guck mal, du musst dann schon, genau, und du hast auch schon groß. Siehst du, guck mal, wie du dich da verdrehen musst. Also es ist schwierig. Also es ist ein tolles Ding. So, wir haben gerade noch gesprochen und ich finde es auch wichtig, dass ihr ruhig mal diese Diskussion dann so ein bisschen mitbekommt von uns beiden. Weil es ist ja keine Diskussion in dem Sinne, dass man sich gegenseitig was will, sondern man tauscht sich halt aus, ne? So. Aber eigentlich musste Genie jetzt eigentlich schon nachher doch zugeben, dass es tatsächlich bei meiner Treppe ungeeignet ist. Weil wenn die noch gefüllt ist, wenn ihr auf so einem schmalen Steg dann da die Treppe runterkommt, ist es nicht ganz ungefährlich. Weil jeder normale Mensch geht auf den breiten Stufen. Wenn ihr dann die breiten Stufen runterkommt, müsst ihr dann euch noch wieder drehen, um an dieser Tasche vorbeizukommen. Unsinnig. Bei Genie definitiv. Ich weiß nicht, vielleicht macht Genie zum Beispiel gleich nochmal bei sich ein Foto, einen kleinen Short und dann sehen wir das. Also, auf jeden Fall kosten diese zwei tragbaren Treppenfilze 12,39 Euro. Ne? Ja. Ich meine, ich finde es stylisch. Das habe ich dir ja eben auch schon gesagt. Das ist raffiniert. Also das muss man schon sagen. Da hat unsere kleine Deko-Queen echt eine gute Idee gehabt. Ja. Ne? Auch so, wenn ich immer hier über alles belacht. Natürlich lache ich im ersten Moment, weil es sieht ja schon sehr witzig aus. Und wenn du dann sagst, ja, weil du dann Sachen hochtragen möchtest und du vor allen Dingen noch sagst, ordnungsliebend, ein ordnungsliebender Mensch sammelt nicht irgendwie alles auf dem Flur, auf der Treppe, der räumt es weg. Hör mal, weißt du, wie viel ich Deppete Heißigkeiten etc. mit ins Wohnzimmer nehme für meine Filme? Nein. Nein, wenn ich mit dir da bin, kriege ich immer nur mit viel Glück ein Duplo. Das stimmt gar nicht, aber egal. Ach, letztens habe ich nach Chips gefragt. Du hast mir alles Mögliche gebracht, über Frischkäse und sonstiges. Aber es war keine Chips da. Ja, ich habe keine Chips im Haus. Tut mir leid. So, weiter geht's. Ist das die gleiche Farbe? Was? Wie die? Weißt du nicht? Das müsste doch dasselbe Element sein, oder nicht? Nein. Das ist doch was anderes. Ach, die zweite liegt da unten. Ach so, okay. Dann sag mir mal, was das jetzt ist. Was sind Ersatzwischer für was, meine das neuen... sind die Ersatzwischer? Ja. Ja, erzähl du. Ich knistere ein bisschen. Für meinen neuen Wischer, den ich gekauft habe. Der in einer... Viral, nee, viral? Viral geht. Ja, der viral geht. Der in einer zweiten Lieferung heute angekommen ist, also noch nicht hier ist. Aber ich werde da ein Foto von machen. Wir werden den einblenden. Der hat aber nur hier so Einhänger, ne? Ja. Hier sind keine, weil ich kenne das sonst immer so. Ja,
Ich, wir werden es ein, also ich blende den Wischer ein. Jedenfalls sind das Ersatz 10. 5,79 Euro. Genau. Und die sind komplett weich, ne? Ja. Also. Wie gesagt, den Wischer werde ich euch Foto machen. Der ist bei mir zu Hause. Ich habe heute geliefert worden. Direkt als erstes hat Genie mir. Wie bin ich im eigentlichen Bild? Weil Genie sich so rüberlehnt. Also die wäre. Ich will immer Vera sagen, Hilfe. Als sie geschrieben hat, der virale Wischmob. Ist er was für ein viraler Wischer? Ja, der virale Wischer. Ist er was ist denn für ein Wischer, der viral geht? Ich bin einfach nicht up to date, Leute, was sowas angeht. Aber das haben wir ja Genie. Ich sehe den überall auf TikTok, auf Instagram. Ich habe keinen TikTok. Auf YouTube. Also deswegen. Ich gucke kein YouTube, ich drehe. Also deswegen viral. Ja, ich habe den mal bestellt. Wir gucken mal. Ja. Blumen, Trauerblumen. So, was haben wir denn hier? Die, wo sind sie denn? Drei Stück künstliche Lilien, 4,99. So. Sind natürlich ein bisschen gequickt. Aber die muss man halt ein bisschen auseinander machen. Und dann, also ihr seht die ja, ne? Also, ne, ihr wisst, wir haben letztens, das fandet ihr übrigens alle so toll, haben wir uns auch sehr drüber gefreut, weil übrigens Genie liest eure Kommentare. Ja. Oh, by the way, Blumen, Dankeschön. Du wolltest dich noch bedanken. Ja, genau. Danke für das Geschenk, Sonja. Genau, Sonja also, weiß Bescheid. Ich muss mal hier so, oh, danke Sonja. Aber Sonja weiß jetzt Bescheid. Ich habe Genie nämlich direkt drauf angehauen. Sagte, ja, danke. Hat genau. Mir gefallen. So, deswegen mit Blumen danke, sagt danke, man ja, Dankeschön. Danke, also, danke. Ne, Sonja, danke. Also, es hat euch so gut gefallen, dass wir da in den Shorts die Blumenarrangements gezeigt haben. Und das macht Genie dann auch wieder und zeigt euch, wie könnt ihr zum Beispiel schöne Dekorationen mit den Temo-Pflänzchen machen. Und die habe ich zweimal bestellt, also insgesamt 6 Stück. Ja, was habe ich gesagt? 4,99. Finde ich aber jetzt echt nicht teuer für 3 Stück, ne? So. Und die sehen ganz gut aus, ne? Also ich finde die gar nicht. Ja. Sieht man das? Mein Dreier, ja. Also ich habe es jetzt nicht optimal dekoriert, ne? Aber einfach nur so, ihr könnt die also wirklich wahlweise hier so in der Vase drin stehen haben. Das schaut echt schön aus und da fällt es auch gar nicht auf. Du kannst dich normal hinsetzen, man sieht es. Ich habe es extra so in der Treppe arrangiert. Ganz hübsch, ja. Ihr könnt aber auch hingehen, die tatsächlich, dadurch, dass ihr die so biegen könnt, auch irgendwie anders arrangieren. Aber es gibt halt bei Temu oder auch bei Action so ganz tolle hohe Vasen auf zum Beispiel. Da könnt ihr die auch super reinmachen mit Sand da rein und Dekosteinen. Ist das auch hübsch. Ja. Und was toll aussieht, könnt ihr machen. Die Idee fand ich nämlich bei Graufalter echt so süß. Jetzt mein schon. An denen zu riechen, das ist nicht machbar. Aber die stinken nicht. Also ich stimmt. Also Graufalter, die hat das so süß gemacht. Die hat noch von Weihnachten so ein... diese Äste gehabt mit den Lichtern. Hm. Ja, und hat da rein Tulpenunechte gesteckt. Ja. Und das sieht richtig hübsch aus. Und dann hat gesagt, das ist eine tolle Idee. Das könnte man hier zum Beispiel nämlich auch super machen als Arrangement, dass man da so noch so Lichter reinmacht. Ja. Und wie gesagt, die sind schön. Und ich wollte so weiß-rote wie so schön haben. Die jetzt aussehen. Die sind echt hübsch. Ja. Und an denen habe ich auch Spaß. Wir werden gucken. Ich werde mal zu Hause auf die Suche gehen nach einer Vase. Ich mache mir gerade hier mal... Oder nach Vasen. Also ich weiß eigentlich und ich habe schon eine Vorstellung, wo ich sie hinhaben möchte und in welcher Vase. Aber man muss halt sehen, wie das aussieht. Ja? So. Jetzt muss man die nachher, machen wir nachher, wieder reinpacken. Ja. So. Wie gesagt, davon habe ich 2 Pakete genommen, weil ich halt schauen muss, wie das halt zusammen aussieht. Mit den dreien so oder halt in Buschig. In Buschig? Buschig. Ach, in Buschig. So, ich glaube, wir haben jetzt das letzte. Genau, das letzte. Und zwar sind das nochmal Blumen. Die 10 Stück Blumen für 6,29. Genau. Und zwar, durch, wenn wir jetzt hier total rumknitten, wartet mal eben. Trotzdem sehen die richtig schön aus, weil das hier ein anderer Ast ist, als wir mit den rosanen. Ja. Also, sind die hübsch? Wer den letzten Temu-Haul gesehen hat, hat gesehen, dass ich so rosane bestellt hatte und auch das Arrangement. Gab es einen Short drüber? Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, könnt ihr euch angucken. Und die habe ich nochmal in weiß bestellt.
weil auch damit habe ich was vor, oder also klar habe ich damit was vor, sonst hätte ich sie nicht bestellt. Ja, wir hatten ja überlegt, die mit dem Rosanen zusammen zu machen, aber ich finde, weil ich hatte ja auch gesagt, wenn ich die gerne auch im Weiß noch und noch irgendeine Farbe hatte ich. Aber ich werde die in die, mal gucken, entweder werde ich die Lilien in die grüne Vase im Wohnzimmer packen, die nicht gefällt, aber mir, oder aber die weißen hier in die grüne. Ich finde die wunderschön. Und du hast doch noch eine Vase bestellt, oder Vasen, hast du mir erzählt, ne? Ja, aber die sind ja nicht da. Ich habe ja gesagt, da kommt doch noch eine Bestellung. Toll, Leute. Warte mal, die kosten, was habe ich gesagt, 6,29 Euro, die beiden zusammen. Ich finde, das sieht so also mega hübsch aus. Man kann die natürlich, die sind jetzt natürlich noch alle platt, ne? Sind wir ehrlich, die muss man ein bisschen biegen, die muss man ein bisschen auseinander. Ja, die sehen so schon hübsch aus. Guck doch mal jetzt hier. Die müsste man, wenn ihr die... Ne, ich wollte sogar nur einen erstmal eben gucken, weil allein nur der eine... Was der schon für eine Vielfalt bietet, das ist echt schön. Wenn du jetzt noch die dazu machst, was du gerade hattest, das ist ja mega. Komm, das ist für ein Riesen, wenn du die noch so ein bisschen auseinander nimmst. Ja. Nicht so viele Finger. Das ist ja mega. Guckt euch mal an, wie riesig. Ich habe den jetzt noch nicht wirklich auseinander. Ja, den müsst ihr hier auch noch wegdenken. Wie gesagt, Ermangelung meiner Finger. Ich habe halt nicht so viele Finger. Guckt euch mal jetzt an, wie riesig das alles schon wird. Und die sind unten ja noch zusammengebunden, ne? Ja, deswegen sage ich, das ist Wahnsinn. Yeah, ja, so ist schön. Halt in der Vase vorstellen. Es ist mega, wirklich. Ja. Wow, ja. Die gefallen mir richtig gut. Auch direkt notiert. Ja. So, und die gab es halt jetzt in Weiß für die 6 noch was. Und ja, ne? Habe ich gemacht. Habe ich bestellt. Finde ich schön. Finde ich toll. Finde ich auch toll. Guck, dann bin ich bei 10. Ich brauche 2. Das sind dann 10. 16,30 Euro nur. Das finde ich schön. Ich glaube, da brauche ich auch gar nicht noch die anderen mit bei. Ich weiß nicht mehr, welche Farbe ich noch mit ausgesucht hatte. Die pinken. Also ich habe die in rosa. Die und die gibt es noch in pink. Also pink in, das ist nicht knallpink, ja. Das ist kein Ja, aber das finde ich passt viel besser. Ich finde das wunderschön. Ich gucke gerade auch nach da. Ich kann mir das durchaus das Arrangement vorstellen, noch mit dem Silber oder so dabei. Ja. Deswegen... Also, sehr schön. Ich glaube, Pink gar nicht, muss ich mir überlegen. Ja. So, das war unser Temu-Haul, ne? Dein Temu-Haul. Ja. Insgesamt 62,17 Euro. Du siehst aus, als wenn du dich zu einer Beerdigung möchtest. Davon bräuchte ich vielleicht auch Lilien. Ja. Wobei, ich liebe Lilien, ne? Ich hab, ja, ich auch. Ich weiß nicht, ob die hinten noch stehen. Ich hatte früher, doch klar, meine riesen Lilien. Ich habe so 2,50 Meter große Lilien hinten. Ich habe auch Lilien. Und irgendwie sind die eingegangen, aber sie kommen, glaube ich. Die kommen irgendwann auch wieder, das sagt man in der Regel. Also wirklich auch der Tipp, so Gärtner-Tipp des Tages, heißt, wenn sie tot aussehen, lasst sie erst noch mal ein Jahr stehen und wartet, ob sie im übernächsten Jahr noch mal kommen. Also ich habe Lilien ein paar, die kommen jedes Jahr. Und jetzt habe ich noch mal Lilien gehabt und die sehen tot aus. Und wir gucken mal, also andere, ne? Wir gucken mal, ob sie wieder kommen. Ja, deswegen. So, in dem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf eure Kommentare, auf eure lieben Kommentare. Tschüss. Tschüss. Aber wir haben noch den Bischof vergessen. Der ist für den. Ach, für 9,74 Euro. Da ich blende das jetzt schon in dem Ding noch mit ein? Ja. Wir blenden das noch mit ein. Wir blenden es noch mit ein. Tschüss. Tschüss.